Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Frau Kollegin Jädler-Cincelli, es haben trotzdem 204.000 Menschen dieses Volksbegehren unterschrieben. Das sind Leute, die machen sich darüber Gedanken. Ich gebe Ihnen recht, dass wir das Instrument des Einleitens, initiieren, fast das Doppelte oder das Vierfache von den Ausgaben bezahlt bekommen, darüber nachdenken sollen. Nur das Instrument des Volksbegehrens ist eines der wichtigsten, die direkte Demokratie ist für uns eines der wichtigsten Dinge und die wollen wir fördern und forcieren. Und diese 204.000 Menschen wollten eine Regelung haben, dass wir nicht zu viel Lebensmittel wegwerfen. Sie wollen eine gesetzliche Regelung haben, analog wie sie in Frankreich, in Tschechien oder auch in Italien passieren. Und ganz interessant zu diesem Thema war die Expertin im Ausschuss, die Frau Dr. Obersteiner von der BOKU, die uns erklärt hat, im Handel werden ca. 20.000 Tonnen Lebensmittel weiterverkauft, gespendet und in weiterer Folge weitergegeben. 10.000 Tonnen werden jährlich verfüttert und 60.000 Tonnen gehen noch in die Entsorgung. 80% der Lebensmittelhändler spenden Lebensmittel weiter und schauen, dass sie weiterverteilt werden. Nur das Problem ist, dass die Sozialmärkte es nicht mehr schaffen. Die schaffen es nicht mehr, diese Mengen zu bewältigen, diese Mengen weiterzuverteilen. Und eine klare Aussage von der Frau Dr. Obersteiner war, dass sie eine gesetzliche Regelung nicht empfiehlt, weil wir in Österreich auf dieser freiwilligen Basis schon wesentlich mehr Lebensmittel weiterverwerten, als es in Frankreich mit der gesetzlichen Regelung ist. Die Frau Dr. Obersteiner hat aber auch ganz interessante Lösungsansätze gebracht. Zum Beispiel, wichtig wäre, die Sommermärkte besser zu unterstützen, damit sie mehr verteilen können. Wichtig wäre es auch, die Vermarktungsrichtlinien, die sich der Handel selbst gemacht hat, für die landwirtschaftlichen Produkte zu überdenken und zu erleichtern, dass man nicht so kleine Erdäpfel können nicht mehr verkauft werden, ein Apfel, der mal ein bisschen runzelt oder hudert ist, darf nicht mehr verkauft werden. Entschuldigen den Mundartausdruck. Wir sollten aber auch, und das war eine markante Aussage, die Qualitätsstandards überdenken. Wir können nicht jedes Lebensmittel wie rohen Fisch bewerten. Ein Brot, eine Milch, Milchprodukte können wir nicht gleich bewerten wie einen rohen Fisch, der wirklich gefährlich ist, wenn irgendwas passiert. Und auch das Thema Haftungen sollten wir uns überdenken und klären, damit eher Lebensmittel noch gekauft werden. Zusammenfassend, ich stehe auch dazu, Lebensmittel wegwerfen ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Bevor wir aber gesetzlich das regeln, sollten wir die Ansätze von der Frau Dr. Obersteiner aufnehmen, versuchen umzusetzen, Bewusstseinsbildung betreiben und vielleicht auch das eine und das andere Mal die Sommermärkte besser unterstützen. Nächste Rednerin.